Platz 3 Roster Split wieder einführen. Was geht, WWE-Universum, und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Ja, ihr habt es gerade vor dem Intro gehört, dass ich mir auch einen Roster-Split wieder gewünscht habe. Unsere Wünsche wurden endlich von der WWE-kreativen Abteilung erhört. Wie auf WWE.com vermeldet wurde, wird SmackDown ab Dienstag, dem 19. Juli 2016, dauerhaft live ausgestrahlt. Ebenfalls wurde vermeldet, dass Raw, aber auch SmackDown nach einem bevorstehenden Superstar-Draft ihre eigenen Rivalitäten und einen einzigartigen Kader haben werden. Somit kann man sicher sagen, dass der Roster-Split sein Comeback feiern wird, nachdem 2011 die Kader zu einem Einheitsbrei wurden. Welche weiteren Neuerungen wie eine spezielle SmackDown-Stage, aber auch die Rückkehr einiger Champion-Titel es geben wird, ist momentan nicht bekannt. Wann dieser Superstar-Draft genau stattfinden wird, ist auch noch nicht bekannt. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Den Link zur Meldung auf www.com und dem Video mit Shane und Stephanie McMahon findet ihr in der Beschreibung. Das war doch endlich mal eine gute Meldung. Falls es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Hier geht es nun zu meinem letzten Video, 10 interessante Fakten zum Extreme Rules Pay-Per-View. Ebenfalls geht es hier zum Video 10 Wege, um die WWE besser zu machen, indem ich genau diesen Punkt, den Roster Split, angesprochen habe. Für die Desktop-User einfach auf das Video klicken, für alle anderen sind die Links in der Beschreibung. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann ihr dieses Video schaut, und ciao!